Konstabler Oliver hat das Herz am rechten Fleck. Aber ich könnte mir fähigere Begleiter vorstellen. Alles klar, Robert? Oder haben die Mumien Sie schon erwischt? Haha. Wie zu erwarten war. Leer? Ja, die Vitrine hat den Sturz nicht überstanden. Der Dieb brauchte den Stein nur noch rausnehmen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Vitrine den Sturz mehr oder weniger unbeschadet übersteht. Und 3 der 4 Scheiben haben auch gehalten. Was ist das? Hey, gehen Sie nicht so weit weg. Kommen Sie runter und halten Sie mich auf. Interessant. Eine Art Holzklappe. Auf dieser Seite sind 2 Scharniere und hier ist eine Art Metallhaken, der die Klappe geschlossen hält. Ich bin die sprechende Statue. Besonders gerne bringe ich kleinen Jungs Schimpfworte bei. Damit wäre dieses Rätsel schon mal gelöst. Gucklöcher und ich vermute sogar... Ja! Diesen Weg kann der Rabe nicht genommen haben. Wir hätten ihn gesehen und er hätte von außen nicht den Riegel vorschieben können. Er ist garantiert durch die andere Geheimtür verschwunden. Warum ist es plötzlich so hell da unten bei Ihnen? Ich habe den Lichtschalter gefunden. Verschiedene Gefäße. Vielleicht wurden darin Grabbeilagen verwahrt. Die Deckel stellen Tiere und einen Menschen dar. Aber das alleine hilft mir noch nicht weiter. Verschiedene Gefäße. Vielleicht wurden darin Grabbeilagen verwahrt. Die Deckel stellen Tiere und einen Menschen dar. Aber das alleine hilft mir noch nicht weiter. Das Museum hat immer noch viel zu bieten, trotz all der sinnlosen Zerstörung in der Schatzkammer. Das Museum hat immer noch viel zu bieten, trotz all der sinnlosen Zerstörung in der Schatzkammer. Das Museum hat immer noch viel zu bieten, trotz all der sinnlosen Zerstörung in der Schatzkammer. Zellner? Sind Sie das? Hier spricht der Rabe. Haben Sie einen Ausgang gefunden? Nein, ich bin noch auf der Suche. Der Keller ist ziemlich groß. In Ordnung. Gehen Sie nur nicht zu weit weg. Verschiedene Gefäße. Vielleicht wurden darin Grabbeilagen verwahrt. Die Deckel stellen Tiere und einen Menschen dar.
Aber das alleine hilft mir noch nicht weiter. Sie denn hier? Sie sind doch eben noch... Ich habe einen anderen Ausgang gefunden. Das Auge? Weg. Der Rabe hat ein Loch in den Boden der Schatzkammer gesprengt. Unter ihr befindet sich ein verborgener Keller. Und? Und die anderen Schätze? Es sieht nicht gut aus. Oh. Direktor Mokhtar? Wäre es nicht an der Zeit, die Tore zu öffnen? Ich glaube nicht, dass die Polizei schon eingetroffen ist. Wir dürfen dem Raben keinen Fluchtweg bieten. Dieses Monster ist doch längst über alle Berge. Vielleicht nicht. Ich habe eine Spur. Tun Sie Ihr Bestes. Aber sobald die Polizei das Gebäude umstellt hat, werde ich die Tore öffnen. Sehr wohl, Herr Direktor. Der Keller unter der Schatzkammer. Wussten Sie davon? Ich hatte keine Ahnung. In dem Raum befinden sich Karten und Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Was könnte es damit auf sich haben? Nun, es könnte mit dem Widerstand zu tun gehabt haben. Widerstand? Ägypten war von den Briten besetzt. Es gab starke Unabhängigkeitsbestrebungen. Die Ägypter haben mit den Nazis zusammengearbeitet? Nein, aber der Feind meines Feindes... Also haben die Rebellen den Nazis Informationen zugespielt. Und dafür brauchten sie geheime Kommandostellen. Ja, und was wäre dafür symbolträchtiger als das Ägyptische Museum? Zeuge von 5000 Jahren ägyptischer Unabhängigkeit. Verborgene Räume, geheime Keller? Warum gibt es solche Sachen hier? Das Museum wurde 1900 von einem Franzosen gebaut, der eine Schwäche für diese Dinge hatte. Mystische Zeremonien im Fackelschein mit dem Baumeister von einst. Freimaurer. Solche Dinge. Viele große Gebäude haben eine bewegte Geschichte. Und heute schreiben wir ein neues Kapitel. Ich habe diese arabischen Schriftzeichen entdeckt. Was bedeuten sie? Dort steht die Söhne des Horus. Und das bedeutet? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um über Geschichte zu sprechen? Es ist wichtig. Die Söhne des Horus spielten beim Bestattungsritual eine wichtige Rolle. Vier Söhne, vier Kanopen. Gefäße, in denen Leber, Lunge, Magen und Gedärme des Verstorbenen aufbewahrt wurden. Haben die vier bestimmte Symbole? Mensch, Pavian, Schakal und Falke. Schauen Sie unten in der großen Halle. Söhne des Horus, Gefäße und Gedärme. Verstanden. Es wird alles gut. Warten Sie hier. Wo steckt eigentlich der Constable? Er hält Wache in der Schatzkammer. Er hat mir gesagt, ich solle Verstärkung holen, wenn er in 5 Minuten nicht zurück sei. Und ich solle Ihnen nicht vertrauen. Wenn Sie auf den Constable setzen, setzen Sie auf das falsche Pferd. Er ist Legrands Mann. Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass er der Einzige ist,
der bei beiden Augendiebstählen anwesend war? Oh. Am besten lasse ich ihn zu Kräften kommen, bis ich eine wichtige Frage habe. Sarkophag aus dem Alten Reich. Unbekannter Herrscher. Hier, an den Stirnseiten sind Abbildungen der Schutzgötter Amset und Hapi zu sehen. Erst später wurde es Tradition, alle vier Söhne des Horus an den vier Seiten eines Sarkophags zu zeigen. Jeder Sohn stand dabei für eine Himmelsrichtung. Hapi für den Norden, Amset für den Süden, Gebersinuef für den Westen und Duamutef für den Osten. Hier sind tatsächlich zwei der vier Horus-Söhne auf den Stirnseiten des Sarkophags dargestellt. Ein Mensch und ein Affe. Jedem der vier Söhne des Horus sind eine Himmelsrichtung und ein Symbol zugeordnet. Hapi ist der Norden, Amset der Süden, Gebersinuef der Westen und Duamutef der Osten. Das müssen die Kanopen sein, von denen der Direktor gesprochen hat. Ein Gefäß für jeden der vier Söhne des Horus. Hier haben wir Duamutef Magen. Auf dem Schild steht Amset Leber, Hapi Lunge, Gebersinuef Gedärme. Gebersinuef Gedärme. Gebersinuef, Gedärme. Die vier Horus-Söhne, auch Horus-Kinder, Amset, Hapi, Duamutef und Gebersinuef sind Kinder des Gottes Horus, dem Älteren, und der Göttin Isis. Sie sind vorwiegend Schutzgötter der Kanopen, in denen bei der Mumifizierung im alten Ägypten die Eingeweide separat beigesetzt wurden. Als Sterngötter sind sie den vier Himmelsrichtungen zugeordnet. Und so befanden sich zur Zeit des Mittleren Reiches ihre Namen an den vier Ecken von Särgen. Thank you.
Thank you.